Bad Liebenstein, das klingt für mich erstmal nach absoluter Entspannung und ein bisschen wird es auch so. Ein paar Gesundheitssachen werde ich machen, aber ich werde auch mit der örtlichen Feuerwehr zusammen trainieren. Ich werde eine Elektro-Simson fahren dürfen und ich bin in Miniatur, einer ganz kleinen Version von Thüringen unterwegs und dort teste ich jetzt gleich die schnellste und steilste Sommerrodelbahn von ganz Deutschland. Jetzt gleich, los geht's! Bad Liebenstein ist seit 200 Jahren Kurbad und an den großen und mondänen Villen hinter mir kann man ganz gut erkennen, dass der Adel damals schnell diesen Ort für sich entdeckt hat. Heute kommen vor allem Menschen her, die es mit dem Herzen haben oder einen zu hohen Blutdruck. Hier in Bad Liebenstein gibt es nämlich ein ganz besonderes Heilwasser und das soll unter anderem den Blutdruck senken und gesund sein. Und in dieses Heilwasser kann man sich entweder reinsetzen oder aber man trinkt es und dafür gibt es hier diesen besonderen Kurbecher. Ich finde ja, es sieht eher aus wie so eine süße Schnabeltasse. Und über dieses kleine Röhrchen an der Seite trinkt man extrem langsam. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich dieses eisenhaltige Wasser auch schmecken werde. Und lege jetzt einfach mal los und probiere. Ich bin gespannt. Also schmeckt Metallern, also so ein bisschen nach altem Eisenrohr. Boah, ist schon reicht. Jetzt wo mein Blutdrucklevel wieder so da ist, wo er sein soll, bin ich noch nicht zu Ende mit meinem Wellness-Trip. Ich bin jetzt direkt nebenan beim Kneipp- und Barfußweg und hier kann ich gleich einmal über die verschiedenen Untergründe in der Kneippschen Art laufen und das soll eine Menge bringen. Das soll unter anderem die Durchblutung anregen, Fehlstellungen vorbeugen, Muskulatur und Knochen stärken und vor allem soll es gut für den Rücken sein, weil man dadurch einen besseren Gang bekommt. Also probiere ich das natürlich gleich mal aus. Es geht gleich mies los mit den Kleinen am Anfang. Pinienkerne, locker. Und ab jetzt wird es, glaube ich, richtig entspannt. Holz. Oh. Easy. Okay. Noch schlimmer ist, dass hier die ganze Zeit Leute durchgelaufen sind und für die war das überhaupt kein Problem. Oh! Deshalb nehmen die immer ihre Füße raus. Oh. Oh, schnell raus. Oh. Und wenn der kleine Rundweg nicht reicht, dann kann man hier noch auf den Barfußwanderweg. Der soll 600 Meter lang sein und ziemlich steil, habe ich mir sagen lassen. Dafür gibt es noch mal einen natürlichen anderen Untergrund, auf dem man laufen kann. Und ganz oben soll es wohl eine Wahnsinnsaussicht geben. Oh, ist auch schön. Mittlerweile haben sich, glaube ich, meine Füße auch daran gewöhnt. Es ist überhaupt nicht mehr so kalt und man kann es genießen. Eine halbe Stunde von Bad Liebenstein entfernt liegt das Miniatur in Rula. Hier kann man Thüringen in ganz klein erleben. Und damals, vor ungefähr 23 Jahren, haben die hier mit 30 Modellen gestartet. Mittlerweile sind es über 120 und jedes Jahr kommen neue dazu.
118 Modelle, baust du die alle selbst? Nein, das würde ich auf keinen Fall schaffen. Ich bin schon mit dabei, ja, nicht alles kann jeder, hat Spezialisten für manche Tätigkeiten, wie zum Beispiel für Figuren, für Ornamente, für Fenster. Aber große Dinge werden gemeinsam gemacht, abgestimmt und da bin ich natürlich auch dabei, ja. Und wie kamst du da drauf, dass du damals gesagt hast, also ich meine, Miniaturwelten lieben viele Leute, aber wann gab es den Moment, wo du gesagt hast, ich mache jetzt mein eigenes Miniaturland? Naja, als die große Wende in unserer Region war, die Uhrenwerke in Ruhla wurden geschlossen, Fahrzeugelektrik wurde geschlossen, es gab ganz viele Arbeitslosigkeit und Strukturwandel. Mhm. Und man hat sich gesagt, Tourismus ist ein Zukunftspfeiler dieser Region und wir haben uns überlegt, was können wir hier tun, haben uns Inspiration geholt in Österreich, in der Schweiz auch und dann haben wir gesagt, das, was man dort kann, das können wir hier auch und haben einfach angefangen. Also eigentlich sind die Häuser hier ja vor allem klein, aber wenn ich mir das da zum Beispiel anschaue, das ist ja riesig, was ist denn das? Ja, das ist unser größtes Modell, das ist das Schloss Friedenstein in Gotha. Und das hat eine Grundfläche von 4,80 Meter mal 6,80 Meter. Aha. Also ist schon wirklich ein richtig großes Modell mit bei einer Höhe von 2,40 Meter. Also auf jeden Fall höher als jeder Mensch. Aber wie viele Menschen waren denn wie lange an so einem Riesending dann beschäftigt? Na gut, beim Schloss Friedenstein können wir das sehr genau sagen. Hier haben wir 6 Mitarbeiter. Die haben 6 Monate circa dran gearbeitet. Also 36 Mannmonate. Ein halbes Jahr. Gutes halbes Jahr, ja. Und wenn du jetzt dir sagen würdest, das möchte ich noch einmal hier im Park gemacht haben, das möchte ich noch einmal nachgebaut haben, gibt es da was, wo du sagst, das muss unbedingt in Miniatur stehen? Naja, wir arbeiten schon mindestens 6 bis 7 Jahre am Dom von Erfurt und das möchte ich irgendwann mal fertig bekommen, obwohl wir bis heute eigentlich über die Grundplatte noch nicht hinausgekommen sind. Verrückt, weil es so aufwendig ist. Es ist sehr aufwendig und es ist auch sehr intensiv, die Details herauszuarbeiten. Mhm. Natürlich gibt es hier auch eine Miniaturversion vom Schloss Altenstein. Das liegt oberhalb von Bad Liebenstein in einem perfekten englischen Landschaftspark. Das Schloss ist die Top-Attraktion in der Gegend. Ursprünglich war es mal ein kahler Felsen, der von den Meininger Herzögen in einen Landschaftsgarten verwandelt wurde. Heute wachsen hier Buchen auf gerade mal 20 cm dicken Boden. Und genauso besonders ist der romantische Charakter des Parks. Es gibt einen wunderbaren Ausblick und die Felsen und Felsvorsprünge, die wurden mit kleinen Bauwerken bestückt, wie den Blumenkorbfelsen, dem chinesischen Teehäuschen oder der Teufelsbrücke. Wirklich direkt nebenan steht Deutschlands steilste Sommerrodelbahn. Und Thomas, ich habe mich gefragt, sagt das nicht jeder von sich, dass es die steilste ist? Nicht, dass jetzt jemand von, weiß ich nicht, Baden-Württemberg zuguckt und sagt, na, aber wir haben doch die steilste. Woher weiß man denn, dass das die steilste ist? Ja, wir haben auf unserer Bahn einen Höhenunterschied zwischen Bergstation und Talstation von 111 Meter auf einer Länge von 320 Meter bergauf und insgesamt 1000 Meter Gesamtlänge. So, und die Durchschnittsgefälle liegt bei ca. 23%. Also das ist ganz normal technisch messbar. Und deswegen kannst du mit Fug und Recht sagen, das ist die steilste im ganzen Land. Das ist er. Eine Frage. Ich habe mich immer gefragt bei Sommerrodelbahnen, es muss doch so konzipiert sein, dass ich theoretisch die ganze Zeit Gas geben kann. Oder muss ich auch mal bremsen, gerade wenn es so steil ist? Also wer die Bahn gewöhnt ist, wer schon ein, zwei Mal gefahren ist, der kann natürlich auch die Bremse nicht benutzen. In diesem Rodel sind Fliehkraftbremsen verbaut, die regeln dann den Rodel ab, sofern man durch die Geschwindigkeit einschläft, ohnmächtig wird oder sonst was. Also mir kann eigentlich nichts passieren, ich kann durchgehend jetzt Gas geben. Das kann man. Mach ich das jetzt. Alles klar, bis geht's. Sieht gut aus. Man ist ganz schön schnell wieder unten. Man fährt länger hoch als runter. Geil, ist wirklich steil. Ich nehme direkt den Helm ab. Es ist ja krass, wie schwer der ist. Hätte ich nicht gedacht.
Für mich ist es total aufregend, gerade in einem Feuerwehrauto zu sitzen. Hast du auch noch ein Kribbeln im Bauch, wenn das Blaulicht angeht und es geht los? Also wenn das Blaulicht angeht und es geht los, hat man auf jeden Fall immer ein Kribbeln. Und man bekommt zwar Erfahrung, aber das Kribbeln im Bauch ist trotzdem das immer bleibt. Dabei. Ist vielleicht auch das Schöne daran. Es ist mit Sicherheit auch ein Reiz dieses Hobbys, ja. Hobby, du sagst Hobby dazu, ne? Ihr in Bad Liebenstein, ihr habt was ganz Besonderes, und zwar ihr ladet jeden Montag zu einem so was wie einem offenen Training ein. Was macht ihr denn da? Ja, also wir laden jeden Montag erstmal unsere Kameraden ein, um Ausbildung zu machen. Mhm. Dadurch, dass wir hier eine Kur haben, kommen doch auch immer mal interessierte Kurgäste vorbei, die sich das gerne angucken, die vielleicht selber auch in der Feuerwehr sind. Wir sind natürlich aber auch für jeden anderen interessierten Bürger, der sich so denkt, Mensch, was macht denn die Feuerwehr eigentlich, wenn sie gerade mal nicht mit Blaulicht durch den Ort fährt. Die sind alle gerne eingeladen und können hierher kommen und können sich das mal anschauen. Wie sieht es bei euch aus mit dem Nachwuchs? Ja, also wir haben in der Gänse natürlich auch ein Nachwuchsproblem. Wir haben uns für die Mitgliederwerbung was Besonderes einfallen lassen. Und zwar haben wir ein Stickeralbum gemacht, um uns einfach in der Bevölkerung hier in Bad Liebenstein darzustellen. Und ja, das hat auf jeden Fall auch seine Wirkung gezeigt. Und die Leute sind deswegen gekommen. Ich habe es natürlich mitgebracht. Ich habe das Stickeralbum hier. Und da habt ihr euch sozusagen alle einzeln, wie man das vielleicht von der einen oder anderen Fußballmannschaft kennt, richtig, in diesem Album verewigt. Und dann konnte man euch beim Einkaufen sammeln und dann einkleben zu Hause. Absolut richtig, genau. Wir haben uns dargestellt, wir haben unsere Jugendfeuerwehr dargestellt, unsere Fahrzeuge, unsere Gerätehäuser, unsere Technik. All das, was uns hier so begegnet, konnten wir in dem Album darstellen. Und seitdem sind mehr Leute bei euch. Ja, durch die Aktion konnten wir auf jeden Fall einige Mitglieder akquirieren, ja. Und wenn die dann hier sind montags, was macht ihr dann mit denen? Ja, wir machen Ausbildung. Also wir üben beispielsweise das Schläuche ausrollen. Wir üben natürlich auch das Feuerlöschen. All solche Sachen sind bei uns Handgriffe, die jederzeit sitzen müssen, auch nachts um drei. Und das zeigst du mir jetzt auch? Das zeige ich dir jetzt auch. Okay, los geht's. Los geht's. Schön. Ein absoluter Kindertraum, der hier für mich in Erfüllung geht. Und die Schrauber-Fans, die kommen jetzt so richtig auf ihre Kosten. Also mit 15, da bin ich mit meinem Mofa damals noch von Dorf zu Dorf gefahren, habe wahnsinnig viel Zeit da drauf verbracht. Aber in den letzten Jahren hier in Ostdeutschland wurde mir schon auch beigebracht, wenn man es richtig machen will, dann gibt es eigentlich nur eine Firma. Falko, du bist absoluter Experte. Kannst du mir sagen, warum man immer noch an der Simson so hängt hier? Jonathan, pass auf, die Simson ist das einzigste Moped, was 60 km/h fahren darf. Mhm. Und das ist durch den Einigungsvertrag gekommen, weil wir hatten damals unheimlich viele, ich glaube über 1 Million. Und da konnte man ja nicht sagen, mit 50 Kubik darfst du nur 45 fahren. Also hat man sich geeinigt, okay, sie darf weiterhin 60 km/h fahren. Aber wenn ich mich jetzt hier umschaue, das ist ja nicht nur eine Werkstatt, oder? Also ich sehe einen Billardtisch hier, ich sehe irgendwie Versammlungstische, einen Beamer da drüben. Genau. Da ist sogar eine Bar. Ja. Ja, das ist so. Wir sind ja hier in Schweinau zu Hause, wir sind hier dörfliche Struktur und wir haben uns quasi als Steckenpferd erstmal die Simson Schrauberwerkstatt vorrangig gestellt, aber wir wollen auch so eine Art Begegnungsstätte sein. Also hier kann sich jung und alt treffen, wir können hier schrauben, wir können abends mal Billard spielen, wir trinken auch mal was oder spielen Karten. Also es geht einfach um die Gemeinschaft und die dörfliche Struktur, das Gemeinschaftsleben auf dem Dorf halt hochzuheben. Ne? Also du bist sowohl Schrauber als auch Sozialarbeiter hier im Ort. So ist es, ja. Und wo ist denn dein Heiligtum, deine Wirkungsstätte, wo du an den Maschinen schraubst? Da müssen wir hier rum, das zeige ich dir. Mhm. Und sag mal, kann jeder hierher kommen, der dich besuchen möchte, oder muss ich ein Moped haben, damit ich hier rein darf? Also wir haben häufig Gäste, die von der Schrauberwerkstatt gehört haben. Und wir sind sogar in der glücklichen Situation, dass die Touristinformation von Bad Salzung Gäste herschickt, die sich für das Thema interessieren. Die mal gucken können. Und wenn die dann hier sind, dann erzählen wir ein bisschen über Mopeds, aber natürlich auch viel über die Region, ne? Über unseren wunderschönen Altensteiner Park und die vielen Highlights, die eigentlich Bad Liebenstein bietet. Ja. So, und ihr seid schon mitten dabei. Hi. Hi. Ja, hallo. Wessen Moped habt ihr da und was das macht ihr? Das ist meins. Und was baut ihr? Ja, wir wechseln gerade die Sitzbank und nachher dann auch noch den Tacho. Krass. Also das meiste machen sie schon selbstständig. Wir helfen natürlich, wenn sie Fragen haben. Aber wichtig ist halt, dass sie es auch selbst lernen und selbst an den Mopeds arbeiten. Ne? Alles klar. Und deine Maschine steht? Hinter dir. Hinter mir.
Ach krass, Wahnsinn. Und wie bist du an sowas gekommen? Das ist jetzt ein Familienerbstück von meinem Opa. Der ist selber gefahren, dann stand es lange in der Garage, weil er nicht richtig funktioniert hat. Und wie schnell wirst du damit? Auf der Geraden fährt er jetzt ungefähr 60. Und das geht dann schon ab wahrscheinlich, ja, ne? Ja. Krass, abgefahren. Und warum hier dieses Gefährt? Das sind ja zwei nebeneinander, das habe ich auch noch nie gesehen. Ist das ja auch eine Simson überhaupt? Das ist keine richtige Simson, das ist das Krause-Duo. Aha. Der hat Teile von Simson von der damaligen Schwalbe genommen, ja, und hat quasi dieses Behindertenfahrzeug gebaut. Ja. Der Clou an der Sache ist jetzt, wir haben einen Hybrid rausgemacht. Wir haben also rechts einen Verbrennungsmotor und haben links einen Elektroantrieb. Daraus resultiert allerdings noch eine tolle Geschichte, und zwar, man kann mit dem Ding jetzt auch rückwärts fahren. Und mir wurde gesagt, es gibt ein absolutes Highlight hier, von dir selbst gebaut. Wo ist denn die Supermaschine von dir? Die zeige ich dir jetzt, komm her. Okay. Das ist der Simson Elektro. Ja, selbstgebauter Elektromotor in der Simson. Genau, selbst entwickelt, selbst designt. Hammer. Also alles, okay. Und wo ist jetzt sozusagen der Motor rausgenommen? Ich sehe schon, es ist kein Auspuff dran. Genau. Und wo ist die Batterie dann eingesetzt? Also ursprünglich hast du ja hier vorne den Verbrennungsmotor sitzen. Ja. Ne? Und den haben wir quasi ausgetauscht. Damit wir aber den Schwerpunkt des Mopeds wieder nach vorne kriegen, haben wir dort die Batterie reingesetzt. Der Motor, also das hier, dieser Kasten, ist die Batterie? Ganz genau. Ja. Das ist der Batteriekasten und da drin sitzt die große Lithiumbatterie. Aha. Der Motor selber ist jetzt das Hinterrad, das ist ein Radnabenmotor, ne? Mhm. Was natürlich viele Vorteile hat. Du hast keine Kette, also keinen Verlust auf dem Antrieb in sich. Also direkte Übertragung. Wunderbar. Ja. Ne? Ja. Und ich sehe hier, dass ein USB-Stick mit drinsteckt. Musst du da dann die technischen Informationen reingeben oder warum ist hier ein USB-Stick? Nee, es ist nicht ganz so einfach. Du musst dir vorstellen, wenn du mit so einem Moped fährst, da hört dich ja niemand. Ne? Mhm. Und hier auf dem Dorf ist es natürlich so, die Leute lassen sich von dem orientieren, ob sie Geräusche hören, und wenn sie Geräusche hören, dann gucken sie auch mal nach rechts und links, und wenn sie keine hören, dann latschen sie halt einfach über die Straße. Mhm. Ne? Und bevor mir die Leute wieder ein Vogel zeichnen, dass ich da so leise angeschlichen komme, habe ich mir halt überlegt, dann baue ich da doch einen Sound ein. Ne? Ich mache den mal kurz an für dich. Es leuchtet auch schön. Okay. Einfach eine Bluetooth-Box, also sagen, auf die Batterie geklebt. Ja. Wir würden jetzt mal eine kleine Einweisung machen, und wenn du dich gut anstellst, dann denke ich, würde ich dir das Vertrauen schenken, dass du auch mal ein Stück fahren darfst. Sehr, sehr gerne. Ich hätte gedacht, dass man in so einem kleinen Ort wie Bad Liebenstein dann doch so viel erleben und unternehmen kann. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wo ihr denkt, dass wir das nächste Mal hinfahren sollen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, hier gibt es ein Video, da war ich in Eisenach unterwegs mit Bike und Boat am Rennsteig. Und meine Kollegin Jana, die war hier in diesem Video auf dem Main-Werra-Radweg sowohl klettern als auch Stand-Up-Paddeln.